Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Krebs oder der, die du hier auf einen Krebs schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Juli bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie als Zuschauer liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann ist es spiegelverkehrt. Dann kann das passieren, dann dreh dir das bitte um. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte so, wie das für euch stimmig ist. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, habe ich mich entschieden, die weiblichen Karten immer als Zuschauerkarten zu deuten und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts ihr seid. Ich versuche aber, um das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdenken und umdrehen könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wieder eine erweiterte Legung auf Vimeo, wenn du wissen willst, wie es mit deinem Gegenüber weitergeht. Den Link dazu findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Gut, dann sind wir, glaube ich, soweit durch mit dem Vorwort und wir starten in deine erste Karte im Monat Juli. Dann haben wir hier den Magier. Hier geht es um Neuanfang, hier geht es um Manifestation, hier geht es um Meisterschaft. Also hier im Juli geht es für dich darum, einen Neuanfang zu manifestieren und das von deinen Wünschen, von deinen Visionen her hier auf die Erde zu bringen. Ne? Also dass du weißt genau, was du möchtest, was du dir wünschst, wie es sein soll. Und jetzt geht es darum, das ja auch einzufordern, dass du das hier vom Himmlischen auf die Erde bringst. Und du hast ja auch das Zeug dazu. Du hast die Kelche, du hast die Gefühle, du hast die Emotionen, du hast die Liebe dazu. Du hast mit den Schwertern den Intellekt dazu, die Entscheidungen dazu, die Kommunikation dazu. Du hast mit den Münzen die innere und äußere Fülle, Stabilität und Sicherheit dazu. Und du hast mit den Stäben auch diese Leidenschaft in dir, wofür brennt dein Herz und auch die Kreativität dazu. Also du hast ja alles auf dem Tisch liegen, um diesen Neuanfang zu manifestieren, so wie du dir das vorstellst, so wie du dir das wünschst. Und dein Wunsch ist, mit den Liebenden eine glückliche Partnerschaft. Die Liebenden können auch für die Zwillinge stehen. Also du möchtest hier einen Neuanfang in Sachen Liebe manifestieren, du möchtest hier eine neue liebevolle Partnerschaft manifestieren. Und das ist nicht nur irgendeine Partnerschaft, das ist eine Verbindung, wo du dich angekommen fühlst. Das ist so die Liebe des Lebens, ne? Wo man sich ja an den Händen hält, wo man den Weg gemeinsam geht, wo man der Liebe folgt, wo man der inneren Stimme folgt, nämlich der Stimme des Herzens, wo man der Stimme seiner Seele folgt, wo man hier auch eine Herzensentscheidung trifft füreinander, für diese Liebe. Und diese Entscheidung treffen beide gleichermaßen. Also hier ist eine Verbindung auf Augenhöhe angezeigt, wo das Geben und Nehmen im Fluss ist, wo beide das Gleiche fühlen, wo beide das Gleiche empfinden, wo beide gleich viel Gefühl reingeben, wo beide gleich viel Leidenschaft und Kreativität reinbringen, wo beide gleich viel Verlässlichkeit reingeben, Stabilität und Sicherheit reingeben, Fülle reingeben, wo beide gleich viel Kommunikation reingeben, sich ähnlich sind in den Wahl der Entscheidungen, also wo man auch gut miteinander kommunizieren kann. Also hier schaue ich auf eine Verbindung, wo beide das gleiche Feuer spüren, ne? Wo beide bewusst sich darüber bewusst sind, dass beide hier immer Holz nachlegen dürfen, damit dieses Feuer nicht erlischt. Na, dass es nicht nur Rauch ist, was dann übrig bleibt. Und
Ja, also dessen sind sich beide bewusst. Also man schaut auch hier gemeinsam auf diese Verbindung. Man schaut hier gemeinsam auf dieses Feuer der Liebe und der Leidenschaft, was in beiden brennt, was in beiden Parteien brennt. Und diese Liebe möchtest du manifestieren. Also du möchtest die Liebe des Lebens manifestieren. Na, also das komplette Paket, wo alles drin ist. Na? Also da ist wirklich in dieser Liebe, da stimmt wirklich alles, innerlich und äußerlich. Ne? Das ist ein Mensch, der dir auch optisch gefällt, wo du sagst, ja, ich sehe diesen Menschen und das ist einfach, ja, da schmelzt sich dahin. Ne? Also wenn viele immer sagen, ja, es kommt nicht auf die Optik an, aber also wenn du beim Küssen die Augen aufmachst und dieser Mensch, das ist einfach der schönste Mensch für dich, der leuchtet von innen und von außen, ne? Dann ist es doch schön. Ne? Also Optik spielt trotzdem auch immer eine Rolle. Wir sind ja hier auf Erden, wir sind ja hier Menschen und es ist ja auch egal, ob dieser Mensch in deinem Umfeld gefallen findet. Dieser Mensch muss ja nur dir gefallen, ne? Und dein Herz soll für diesen Menschen schlagen. Ne? Also hier ist das komplette Paket. Also von innen diese Fülle, die auch im Außen strahlt, ne? Die Optik, den Intellekt, der euch verbindet hier, also die Kommunikation, die euch verbindet, die Leidenschaft, die euch verbindet, die Stabilität und Sicherheit, die Verlässlichkeit, ne? Und die Gefühle. Also hier ist das komplette Paket, was du hier anstrebst zu manifestieren mit dem Magier. Und der Magier sagt, es ist auch die Zeit dafür, es liegt hier alles auf dem Tisch, es liegt hier alles vor dir. Und dann haben wir hier noch das Gericht. Das Gericht sagt mir auch, jetzt kommt endlich die Auferstehung, jetzt geht's dorthin. Na, hier wird die Melodie des Herzens gespielt. Na, es ist wie so, mir kommt gerade das Märchen rein, der Rattenfänger von Hameln. Der hat ja auch mit seiner Flöte so eine Melodie gespielt, wo dann die ganzen Ratten wieder mit raus sind aus Hameln, na, aus diesem Ort. Und hier spielt jemand für dich eine ganz, ganz besondere Melodie, wo du dich angezogen fühlst. Also achte im Juli mal, vielleicht ist dieser Mensch auch musisch begabt, vielleicht kann dieser Mensch auch gut singen, vielleicht singt dieser Mensch ein Lied für dich, vielleicht spielt dieser Mensch ein Lied auf der Gitarre für dich oder auf einem anderen Instrument. Vielleicht, wenn ihr euch begegnet, wird irgendwo im Radio oder auf einem Fest, wenn ihr irgendwo draußen seid, auf einem Festival oder wo auch immer ihr euch begegnet, ein ganz besonderes Lied gespielt. Und das ist von oben geführt und beschützt, ne? Das Gericht möchte das so. Hier geht's in die Erlösung, hier geht's in den Aufstieg, ne? Und das ist so auch für dich bestimmt. Das ist so der Weg deiner Seele, der Weg deines Herzens. Das ist so der Seelenplan, ne? Also das ist Bestimmung, dass du so eine Liebe in deinem Leben findest und manifestierst. Dort geht's jetzt hin. Dreimal große Arkana bei dir, auf deiner Seite. Also das Universum greift hier ein und sagt, ja, das ist Bestimmung. Du findest die Liebe deines Lebens. Das ist so in deinem Seelenplan vorgeschrieben. Und es ist unabhängig davon, ob das dieser Mensch ist oder ob das ein anderer Mensch ist. Für dich ist es so in deinem Seelenplan vorgesehen, dass du die Liebe des Lebens findest. So, dann schauen wir bei deinem Gegenüber, wie es da aussieht. Na, das sieht ein bisschen anders aus mit den fünf der Kelchen. Also hier schaut jemand auf etwas, was zerbrochen ist, auf etwas, was kaputt gegangen ist, auf etwas, was verloren gegangen ist. Hier ist jemand traurig, hier hat jemand Herzschmerz, hier fühlt sich jemand alleine, hier fühlt sich jemand einsam. Im Hintergrund haben wir auch einen gedeckten Tisch, hier ist vielleicht eine Feierlichkeit mit den Luftballons und vielleicht ist niemand mehr da zum Feiern, wo man das Leben genießen kann, wo man gemeinsam mit diesen zwei Kelchen anstoßen kann. Vielleicht ist hier im Leben dieses Menschen wirklich viel kaputt gegangen, viel verschütt gegangen und man erinnert sich an den Tagen, wo ihr gemeinsam feiern konntet, wo ihr gemeinsam an diesem Tisch saßt und hier mit den Kelchen angestoßen habe, wo die Kelche noch gefüllt waren.
Es gilt hier aber auch zu schauen, den Blick mal abzuwenden von dem, was kaputt gegangen ist, sondern vielleicht auch hier die Möglichkeit zu sehen, man könnte diese zwei Kelche wieder füllen und man könnte sich wieder gemeinsam an diesen Tisch setzen und gemeinsam das Leben und die Liebe feiern. Aber im Moment ist dieser Mensch damit noch beschäftigt, hier zu trauern, hier auch diesen Herzschmerz zu spüren, und es braucht es vielleicht auch, um zu erkennen, was habe ich denn da verloren mit dir in dieser Verbindung, mit dir als Partner an der Seite. Und dann habe ich hier das Ass der Kelche. Also wenn man sich hier wieder abwendet von dem, was kaputt gegangen ist, sieht man auch die Chance und Möglichkeit, die sich hier einem bietet. Nämlich das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche steht für eine Chance, für eine Möglichkeit auf einen liebevollen Neubeginn, wo die Kelche überfließen. Ne? Da ist ganz viel Liebe drin, da sind ganz, ganz viele Gefühle und Emotionen drin, da ist ganz viel Romantik drin, da ist ganz viel Sensibilität drin, da ist ganz viel Geborgenheit drin. Also hier gibt es im Leben dieses Menschen die Chance und Möglichkeit, hier wieder etwas wachsen zu lassen in eurer Verbindung. Hier wieder Frieden zu schließen, ne, mit den Täubchen. Hier wieder sich auf Augenhöhe zu begegnen. Es gibt hier Chancen und Möglichkeiten, diesen Kelch eurer Liebe wieder ins Überfließen zu bringen. Und dann habe ich hier den Herrscher. Der Herrscher kann für das Sternzeichen Widder stehen. Also hier sitzt jemand auf seinem Thron. Und hat sich auch gut geerdet. Ne? Hier hat sich vielleicht auch jemand mit seiner Loyalität und Treue zu sich selber und auch zu seiner Loyalität und Treue in der Liebe und in Partnerschaften mit diesem Hund auseinandergesetzt. Hier habe ich einen Herrscher, der hat ein Geweih auf. Das spricht auch davon, dass dieser Mensch hier sich gerade in der Herzheilung befindet oder sich mit Herzheilung beschäftigt. Und hier schmiedet jemand einen Plan, wie man denn am besten diese Chance auf diese Liebe, auf diese neue Liebe, auf diese Wiederbegegnung in der Liebe am besten angehen kann. Der Herrscher, das ist auch jemand, der vielleicht oft seine Gefühle beherrscht hat. Jemand, der selber seine Gefühle kontrollieren wollte, auch dich, und diese Verbindung beherrschen und kontrollieren wollte und wo man jetzt auch erkennt, so komme ich ja nicht weiter. Ne? Ich darf mich hier öffnen. Ich darf etwas nach außen bringen. Und das sind die Gefühle und die Emotionen. Ne? Und das geschieht allmählich bei diesen Menschen, wenn man hier in die Herzheilung geht. Also es gibt hier Chancen und Möglichkeiten, Frieden zu schließen, sich zu begegnen, hier wieder in die Fülle der Liebe zu gehen. So, dann komme ich in eure gemeinsamen Karten. Dann habe ich hier die drei der Münzen. Die drei der Münzen sagt, diese Verbindung möchte auf eine neue Stufe gehoben werden. Das kann sein, wenn gerade kein Kontakt ist, dass ihr wieder in den Kontakt kommt. Dass, wenn hier die Gefühle brach lagen oder liegen, dass hier wieder neuer Schwung in die Gefühle kommt, in die Emotionen kommt. Dass, wenn ihr vielleicht eine heimliche Verbindung habt, also mir bleibt hier bald die Stimme weg. Also es geht wahrscheinlich um Kommunikation, dass gerade nicht gesprochen wird in dieser Verbindung. Also hier kommt dann wieder Kommunikation rein, hier wird wieder miteinander gesprochen. Wenn ihr zum Beispiel in einer Verbindung seid, die geheim ist, also die nach außen nicht sichtbar ist, dann wird diese jetzt sichtbar für die Öffentlichkeit gemacht werden. Ja, also man wird zu dir und zu dieser Verbindung stehen. Und es darf auch jeder sein Gemälde dieses Sterns hier auf die Leinwand bringen. Also du zeichnest zum Beispiel mit dem roten Pinsel, dein Gegenüber zeichnet zum Beispiel mit dem blauen Pinsel, und das ist das hier, was das Universum mit reinbringt. Ne? Also jeder bringt seinen Teil in diese Verbindung mit ein, seine Wünsche, Werte und Bedürfnisse in diese Verbindung mit ein, und dann schaut man mal, wie das sich so auf dieser Leinwand des Lebens und der Liebe macht. Ja? Die Leinwand der Liebe, das ist auch ein schöner Titel für diese Legung. Ne? Also ihr zeichnet hier gemeinsam auf eurer Leinwand der Liebe und des Lebens, und
Also man ist sich hier schon ähnlich. Ne? Man hat vielleicht eine unterschiedliche Wahl der Farben. Auch hier habe ich ein bisschen so ein paar Blüten. Hier ist es ein bisschen flüssiger. Ne? Also das spricht ja auch von Emotionen. Gefühle, Wasser, Flüssigkeit steht ja immer für Emotionen. Und hier schaut man, wie sich denn das so macht auf dieser Leinwand. Ne? Also man schaut vielleicht. Man gibt dieser Verbindung noch eine Chance und schaut vielleicht, wie sich das denn so macht auf der Leinwand der Liebe. Ne? Was man vielleicht auch noch dazu zeichnen könnte in der Zukunft, ne? Dass da hier ein schönes Gemälde draus entsteht in dieser Verbindung. So, und dann habe ich hier den Tod. Der Tod kann für das Sternzeichen Skorpion stehen. Also hier ist etwas zu Ende gegangen oder hier geht etwas zu Ende. Also hier gab es vielleicht so einen Stirb- und Werdeprozess. Steht auch ganz viel für die Transformation. Hier steht ganz viel Transformation in eurer Verbindung an. Hier werden auch alte Schnüre durchtrennt. Hier werden Ketten gesprengt. Hier werden Gebundenheiten gelöst. Also es kann sein, dass es bei deinem Gegenüber auch noch zu dieser Erinnerung vielleicht nicht nur an deine Verbindung ist, sondern was hier generell im Leben kaputt gegangen ist bei diesen Menschen. Dass man hier oft alleine war, dass man sich oft einsam gefühlt hat, dass hier die Emotionen einfach nicht vorhanden waren, ne, die sich dieser Mensch gewünscht hat. Und das sind Dinge aus der Vergangenheit, die man, von denen man sich lösen kann. Der Tod ist ein Stirb- und Werdeprozess. Hier muss etwas zu Grabe getragen werden, damit etwas Neues entstehen kann. Und hier habe ich das Ass der Schwerter. Man entscheidet sich hier für die Tür zur Zukunft, ne? Wo hier Licht reinscheint. Man entscheidet sich hier für die lichtvolle Tür. Ne? Das ist das Ass der Schwerter, was man hier in den Händen hält und wo man sich dafür entscheidet, die Dinge aus der Vergangenheit zu lösen, zu cutten, zu durchtrennen. Schwierig. Also die Kommunikation ist hier schwierig in dieser Legung. Das merke ich. Entweder bleibt mir die Stimme weg oder es fehlen die Worte. Na, also hier ist vielleicht eine Verbindung, wo keine Kommunikation gerade ist und wo einem auch die Worte fehlen. Die richtigen Worte fehlen, aufeinander zuzugehen. Das wird jetzt durchtrennt, diese Gebundenheit aus der Vergangenheit. Und man geht hier in Richtung Zukunft, ins Licht, in die lichtvolle Tür. Und dann habe ich hier die Gerechtigkeit kann für das Sternzeichen Waage stehen. Also hier findet wieder eine Verbindung auf Augenhöhe statt. Hier findet auch eine Kommunikation statt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr euch hier nicht anfaucht in dieser Kommunikation, sondern dass das eine Kommunikation ist, wo sich eure zwei Täubchen hier wieder in den Frieden miteinander begeben können. Also, dass man und dass jeder genauso viel reingibt, wie man vom anderen rausbekommt, ne? Dass das Geben und Nehmen im Fluss ist, dass es hier gerecht zugeht, dass es hier fair zugeht, dass ihr euch hier auch nicht angegriffen fühlt in dieser Verbindung. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Also, hier wird wieder eine Kommunikation stattfinden und auf eurer Leinwand dieser Liebe wird ein neues Bild gezeichnet. Also ihr kommuniziert auch darüber, wie das in Zukunft zwischen euch aussehen soll. Und dann habe ich hier Mystery. Also hier geht es magisch zu, hier geht es mystisch zu in eurer Verbindung. Also ihr habt eine Verbindung, die ist auch sehr spirituell, die ist sehr von oben geführt und beschützt. Das kann sehr magisch sein, das kann sehr mystisch sein. Es ist auch sehr, sehr geheimnisvoll. Und was ich hier bei dieser Karte immer sehe, das sind so diese ganz besonderen Augen. Also es können deine besonderen Augen sein, es können die Augen deines Gegenübers sein, die euch hier mystisch erscheinen, die euch hier geheimnisvoll erscheinen und wo ihr euch drin verlieren könnt. Es kann aber auch bei euch beiden sein, dass dein Gegenüber das von deinen Augen sagt und dass du das von den Augen deines Gegenübers sagst. Also es geht auch hier, sich mal in die Augen zu schauen und mal tief zu blicken ins Herz und in die Seele des Gegenübers. Dann erscheint euch dieser Mensch auch nicht mehr so geheimnisvoll und so mystisch. Dann könnt ihr auch ganz, ganz viel erkennen. Die Augen sind ja auch die
Die Spiegel der Seele. Ne? Also schaut euch mal, wenn es zu dieser Kommunikation kommt, wenn es zu dieser Aussprache kommt, zu dieser Begegnung kommt, dann geht es vielleicht auch gar nicht darum, viel zu sprechen, sondern euch einfach mal anzuschauen, euch einfach mal in die Augen zu schauen. Und dann habe ich hier die Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Also, hier wird jemand vor der Tür stehen und um eine Aussprache, um eine Kommunikation bitten, wenn man hier endlich die Fesseln der Vergangenheit, dieses Toxische, diese Gebundenheit, sich davon getrennt hat, entscheidet man sich für die lichtvolle Tür und die lichtvolle Tür bist du, weil du hast hier ganz, ganz wundervolle Karten liegen. Und egal, ob das dieser Mensch ist oder ob das ein anderer Mensch ist, für dich ist die große Liebe hier vorgesehen. Das manifestierst du und das wird sich auch hier auf Erden manifestieren. Also folge hier dieser besonderen Melodie, diesem besonderen Lied, das sich auf irgendeiner Weise dir präsentieren wird. Nämlich die Überfülle steht vor der Tür, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Na, also das nehme ich ganz, ganz sehr für dich hier wahr. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich und über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen und für euch alle anderen, euch wünsche ich eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.